Im Einsatztrainingszentrum Satlett hat heuer bereits zum zweiten Mal der Sicherheitsgewerbetag der Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister Oberösterreich stattgefunden. Gezeigt wurde dabei, wie die Polizeibeamten mit neuesten Technologien und Trainingsmethoden aus- und weitergebildet werden. Denn Schutz und Sicherheit spielen in Oberösterreich eine besonders wichtige Rolle. Also ich denke, dass die Sicherheit in Oberösterreich in einem ganz, ganz hohen Maße sehr, sehr professionell sichergestellt wird. Grundsätzlich muss man sagen, Österreich ist weltweit gesehen eines der drei sichersten Länder dieser Welt. Sichergestellt wird es dadurch, dass wir sehr stolz darauf sind, dass zwischen der Polizei, den Rettungsorganisationen, den Freiwilligen Feuerwehren und letztendlich auch dem Bundesheer eine ganz hervorragende Zusammenarbeit besteht und dass in diesen Einsatzorganisationen auch auf die Aus- und Weiterbildung ein ganz, ganz hoher Wert gelegt wird. Ein Teil dieser Aus- und Weiterbildungen der Exekutive Oberösterreichs erfolgt hier seit 3 Jahren. Im Prinzip läuft es bei uns so ab, dass jeder Polizist und jede Polizistin von Oberösterreich mehrere Tage im Jahr da zu einer zentralen Ausbildung herkommt. Wir geben die Ausbildungsinhalte vor, somit er tatsächlich dann am Ende vom Tag jeder in Oberösterreich die gleiche Ausbildung so absolvieren kann, wie das von der Landespolizeidirektion vorgegeben ist. So sollen die Polizeibeamten bestmöglich für einen Ernstfall in der Praxis vorbereitet sein. Einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit Oberösterreichs trägt aber nicht nur der staatliche, sondern auch der private Sicherheitsdienst bei. Die Fachgruppe der gewerblichen Dienstleister hat über 4000 Mitgliedsbetriebe und eine ganz wesentliche Branche, Berufsgruppe sind die Bewacher und die Detektive, die bei uns im Sicherheitsgewerbe mehr oder minder zusammengefasst werden. Und wir sind halt um das Thema der Sicherheit sehr bemüht und versuchen auch hier dementsprechend unseren Unternehmungen unter den Arm zu greifen und sie auch dementsprechend auch weiterzubilden. Darum haben wir heute ja auch den Sicherheitstag ins Leben gerufen, weil uns das ja wesentlich wichtig ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Exekutive und dem Sicherheitsgewerbe einfach gut funktioniert, weil wenn die zwei Hände natürlich zusammenarbeiten, dann kann es für die Bevölkerung noch besser sein. Aktuell werden über rund 500 Polizistinnen und Polizisten aus ganz Oberösterreich hier trainiert.